58 Bäume, 1714 Heckenpflanzen, knapp 8000 Stauden und über 10.000 Frühblüher. Eine richtig grüne Lunge ist an der Pilaher Straße in Neuzippendorf entstanden. Zur Fertigstellung des Rondells lud die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft am Freitag zu einem großen Fest. Die Oase fügt sich jetzt perfekt ein zwischen den sanierten Häusern und den barrierefreien Neubauten. Ein Stückchen Natur ist erhalten worden. Man hört die Vögel früh morgens, wenn man aufsteht. Also ist alles super. Parkplatz natürlich auch, spielt auch eine Rolle, solange wie man ein Auto besitzt und noch fahren kann. Ne? Geschäfte sind in der Nähe, Ärzte sind gut erreichbar für uns. Also alles, was man sich erträumen kann. In alle 38 neu errichteten Wohnungen sind bereits glückliche Mieter eingezogen. Auch die sanierten Häuser sind gut ausgelastet. Oder hätten Sie gedacht, dass dieses Haus einmal ein Plattenbau war? Neben den Wohnhäusern am Ziegel-Innensee ist die Anlage in Neuzippendorf ein weiteres Großprojekt der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft.